Herr Kommissar, es ist insbesondere notwendig, die Zusammenarbeit zwischen den nationalen Behörden zu verbessern. Wie es auch im Bericht des europäischen Datenschutzbeauftragten heißt, gibt es unüberwindbare technische Hindernisse. Aus diesem Grunde kann ich nicht für diesen Bericht stimmen. Vielen Dank. Minute 30 Sekunden. Danke sehr, Frau Rohr. 2 Minuten 30 Sekunden. Danke sehr, Herr Präsident. Vielen Dank. Versuchen wir etwas weniger leidenschaftlich zu debattieren. Aber Sie erkennen schon, Herr Kommissar, Herr Ratsvorsitzender, es war außerordentlich schwierig. Ich denke, man muss die Wahrheit sagen und muss klar und offen sein. Eine Richtlinie im Bereich Vorratsdatenspeicherung ist erforderlich. Denn alle Verkehrsdaten sind bereits gespeichert und genutzt von Seiten der Strafverfolgungsbehörden in der großen Mehrzahl der Mitgliedstaaten. Das ist die Wahrheit. Und deshalb brauchen wir dringlich eine Regelung dieser durchaus üblichen Praxis, damit es zu einem besseren Schutz der europäischen Bürger kommt. Die Diskussionen über diesen Bericht waren sehr schwierig. Ich bin glücklich und stolz, dass meine Fraktion den vom Rat vorgeschlagenen Kompromiss mittragen kann. Und zwar nicht, weil wir bereit wären, alles zu akzeptieren, sondern im Gegensatz dazu, weil meine Fraktion bis zum Ende ihre Prinzipien hochgehalten hat und damit einen besseren Schutz der Bürger erreicht hat. Nämlich die Begrenzung des Anwendungsbereiches der Richtlinie auf schwere Straftaten, der Schutz und die Datensicherheit, Zugang und auch Rechtsbehelf, also strafrechtliche Sanktionen für eine schlechte Nutzung der Daten. Das sind Errungenschaften. Wir haben unsere Forderungen erhoben und wir haben nicht nachgegeben. Nun stimmt es allerdings, das ist ein Kompromiss. Auch wir wären gerne weitergekommen. Deshalb haben wir auch einen Änderungsantrag eingebracht zur legislativen Entschließung, mit dem vorgesehen wird, dass der Zugang im Rahmenbeschluss zum Datenschutz im dritten Pfeiler geregelt wird. Ich selbst bin Berichterstatterin für diesen Rahmenbeschluss und werde meinen Berichtsentwurf im Innenausschuss Anfang 2006 vorlegen. Wir sind der Auffassung, dass es sich um einen vernünftigen Kompromiss handelt, mit dem man ein Gleichgewicht zwischen dem Schutz der Grundrechte und dem Kampf gegen schwere Straftaten und Terrorismus finden kann. Eine Einigung in erster Lesung und im Rahmen der Mitentscheidung ist schließlich ein Sieg für das Europäische Parlament. Unsere Institution hat belegt, dass sie ausreichende Reife hat und darauf können wir stolz sein. Ich darf daran erinnern, dass wir anfangs den Rahmenbeschluss zur Vorratsdatenspeicherung abgelehnt haben, denn durch ihn wäre jede demokratische Debatte unmöglich gemacht worden. Wir haben für die nächsten Jahre den weiteren Weg geöffnet. Alle Themen in diesem Gesamtbereich werden, daran darf ich erinnern, in Mitentscheidung mit dem Parlament zu behandeln sein, insbesondere die Überprüfung der jetzigen Richtlinie und die wird ganz sicher stattfinden, denn die Technologien entwickeln sich sehr schnell weiter. Danke sehr. Merci, Madame Rohr. Vielen Dank, Frau Rohr. Frau Imsfeld, 90 Sekunden haben Sie Zeit. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Frau Klamt hat eben gesagt, dass sie den Berichterstatter nicht erreichen konnte. Und gut, sie fand es vielleicht bedenklich, eine E-Mail zu schicken oder das Telefon in die Hand zu nehmen, aus Angst. Also ich bin gegen den Kompromiss der großen Fraktion, unterstütze den Berichterstatter. Die Vorschläge, die machen die unsere Welt sicherer? Nein, es ist eine Scheinsicherheit, die entsteht. Denn die Vorschläge sind nicht verhältnismäßig, sind auch nicht effizient, einfach zu umgehen. Es gibt unzureichende Garantien für den Schutz der unschuldigen Bürger. Und dann ganz zum Schluss gibt es keine ausreichende Garantie für eine gute Zusammenarbeit und einen Austausch zwischen den Mitgliedstaaten. Und das ist doch der Schlüssel für effiziente Politik. Und hier sind die Ergebnisse nicht gut genug. Der Rat hat da zähneknirschend der Mitentscheidung zugestimmt. Aber Herr Clark, Mitentscheidung ist keine Gunst, es ist ein demokratisches Recht. Und die demokratischen Instinkte im Rat sind nicht sehr tief verwurzelt. Schnell wollte man diese Gesetzgebung durchdrücken von Seiten des Rates. Das ist man nicht sorgfältig vorgegangen und das entspricht auch nicht der besseren Gesetzgebung, was ja so ein Modewort geworden ist. Ich muss ehrlich sagen, ich bin enttäuscht, wenn ich jetzt sehe, wie die kritische Haltung dieses Parlaments in den letzten 4 Monaten hier zerschmolzen ist wie Butter in der Sonne. Also ich ehrlich gesagt finde den Kompromiss, der morgen sicher angenommen wurde, ich fühle mich dadurch nicht sicherer, leider. Cool, Monsieur Catania.
Vielen Dank, Herr Catania. Sie haben eine Minute. Grazie, Presidente. Danke sehr, Präsident. Ich habe mich gefragt, warum der britische Ratsvorsitz um jeden Preis die Bearbeitung dieser Richtlinie beschleunigen wollte. Nun muss man in dieser zum Untergang verurteilten Ratsvorsitz unbedingt noch einen Erfolg aufweisen und drum musste es nun diese Richtlinie sein. Ich stimme dem Kollegen Alvaro zu. Die Kompromissanträge von Sozialisten und EVP verschlechtern den Kommissionstext noch. Und da geht es vor allem um zwei Dinge. Einmal wird damit dieses Parlament dem Rat unterstellt und dieses Parlament, über dieses Parlament wirft nun der Schatten der Großen Koalition in Deutschland geworfen. Ich denke, das Ganze ist unverhältnismäßig, denn die Sicherheit steht höher als Freiheit und Demokratie. Wir haben hier einen langsamen, aber doch unaufhörlichen Abrutschprozess von Rechtsstaat zum Überwachungsstaat. Und die CIA und ihre Bemühungen müssen auf jeden Fall eingedämmt werden. Können Sie uns denn bewegen, dass dadurch tatsächlich der Terrorismus bekämpft werden kann, wenn man die Daten speichert? Bisher hat uns noch niemand eine Antwort gegeben. Danke sehr. Herr Blokland, eine Minute bitte. Dankeschön, Herr Fulzer. Anfang Oktober ist bekannt geworden, dass mehr als 200 Agenten, Polizeiagenten des Rotterdam-Korps versucht haben, Zugang zu haben zum Dossier des ehemalig für Feyenoord spielenden Fußballspielers Van Persie einzusehen. Der Computer gab den Agenten keinen Zugang, aber ihre Namen wurden registriert. Big Brother is watching you. Nicht nur bekannte Bürger, die in Verdacht geraten, straffällig geworden sind, sondern auch Polizeiagenten. Und das besorgt mich am meisten bei diesem Vorschlag. Missbrauch der Datenbestände durch Mitarbeiter der zuständigen Behörden. Aber prinzipiell bin ich gegen den Vorschlag, weil die langfristige Datenspeicherung über jeden eigenen Bürger nicht nur die persönliche Intimsphäre verletzt, sondern jeder Bürger wird als Verdächtiger behandelt, ohne dass er Rechte hat. Da ist das Mittel doch schlechter als der Zweck. Es ist auch nicht klar, dass dieser Vorschlag effektiv sein wird oder Auswirkungen hat. Deshalb würde ich gern von Kommission und Rat klar hören, wie diese Richtlinie geprüft und evaluiert werden wird. Der Berichterstatter Alvaro hat hervorragende Arbeit geleistet und es ist unerhört, dass um ihn herum ein Deal zwischen den großen Fraktionen geschlossen wurde. Das unterminiert ernsthaft unsere Arbeitsweise. Ich unterstütze die Linie des Berichterstatters und ich ende mit einem Zitat von George Orwell. Einige sind gleicher als andere. Vielen Dank, Herr Blokland. Herr Krauli, Sie haben 2 Minuten und 30 Sekunden. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich möchte mich den Kollegen anschließen und dem Berichterstatter danken für seine Arbeit an diesem sehr schwierigen Thema. Ich habe der Debatte zugehört, die heute hier stattfand. Es erinnert mich an die Zeiten, als der 9. September stattfand, die Bombenattentate in Madrid, in London und dieses Parlament zu Recht all diejenigen kritisiert hat, die in terroristische Akte involviert waren, appelliert haben an Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten und den europäischen Institutionen und versucht haben, gemeinsam sicherzustellen, dass wir zusammenarbeiten, um das Böse des Terrorismus zu bekämpfen. Eine der Ideen, die daraus entstanden ist, ist die Idee der Datenvorratsspeicherung. Manchmal, wenn wir unterschiedliche Stimmen hören, die sich im Laufe der Debatte zu Wort melden, dann müssen wir uns wieder besinnen auf die grundlegenden Prinzipien. Erstens, demokratisch gewählte Regierungen haben sich zusammengesetzt und haben sich auf diesen Vorschlag geeinigt. Das Parlament der Europäischen Union hat sich zusammengesetzt und wird sich hoffentlich